Willkommen zu Nörden umspielt. Ich bin wieder draußen bei den Altkaldos, weil Panem mich gerufen hat. Die steht hier bei ihrem Auto. Weh, gut, dass du hier bist. Wusste nicht, dass du dich mit den Altkaldos vertragen hast. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Titten. Aber, weißt ja... Familie? Du sagst es. Was ist los? Sag schon. Die Wraiths haben Saw. Oh. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saw befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Immer, Panem. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht, sonst glaub ich dir noch. Dann wirst du mich nicht mehr los. Ich werd's überleben. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Und obendrauf der Dank der Aldekaldos. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Okay, dann gucken wir mal an, was der Plan ist, um Saw zu befreien. Ich hätte nicht mehr. Panem und wie? Was ist denn da los? Wer? Lässt sich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saw wahrscheinlich. Ignoriere das. Hey, Panem. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Wo ist denn Mitch? Mit dem Auto? Wo steckt Mitch? Er sollte mich hier treffen. Er müsste gleich hier sein. Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Das sah gerade sehr ungewöhnlich aus. Lehn dich an das Auto an. Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Still und leise. Zwei reichen da aus. Nicht, dass ich was dagegen hätte, den Ruffen eins reinzuwürgen. Es ist nur... Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß, ob wir uns da je wieder allein rausziehen. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Okay. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen oder lieber noch weiter rumnörgeln? Gut, sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Die haben sich in einer Zementfabrik breitgemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Da ist noch ein Tor. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saw. Wir müssen da rein. Noch einer? Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht, aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche.
Siehst du die Spuren? Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Zu welchem Laster? Da. Da drin haben sie bestimmt Saul festgehalten. Clan? Das Hauptgebäude, da. Da müsste Saul drin sein. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Das sind aber viele. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Okay, damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Fassen wir alles nochmal zusammen. Na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Die sind viele, wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Saul da raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ist jetzt alles klar? Ja, holen wir Saul da raus. Perfekt. Mitch, ist der Ben bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Okay. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Moment noch. Ich hab da noch was. Was hast du denn noch? Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Das hoffe ich. Wird ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Wie, fährst du mit mir mit? Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Okay. Wenn du willst. Ist hier auch irgendwo eine Straße oder eine Straße? Oh!
da jetzt entlang. Radio kann ich aber nicht wechseln. Jetzt geradeaus weiter. Alles raus da vorne? Verschwindet in der Zeit, okay. Ich fasse es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann einen Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar. Aber... So. Übel aus. Der sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Okay. Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still und leise ins Wraith-Lager. Falls es doch laut wird, decke ich dir aus der Distanz den Rücken. Wir sind die ganze Zeit. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Such mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. So. Infiltriere das Lager. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann speichern wir lieber mal ab. Da hinten hat mir eindeutig besser gefallen. Okay, ich bin auf Position. In deiner Reichweite. Dann gucken wir mal, ob wir hier hinten rum reinkommen. Also, da waren keine Türen mehr. Dann haben wir hier eine Tür. Okay. Da habe ich sonst nichts. Den Zaun kann ich leider von hier nicht zerstören. Thank you.
versuchen wir erstmal das. 1C, 1C, 55 BD, 1C. 1C, 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 1C. Den ausgeschaltet, ohne dass die das sehen, wahrscheinlich eher weniger. Das war schon mal nichts. Okay, von der Seite komme ich nicht rein, dann versuche ich es lieber mal von der Seite. Ah, guck mal an.
551C. Saul. Okay. Thank you.
Ah, hier geht's runter. Nochmal runter. Okay. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. So. Meine scheiß Zigarre dabei. Deine Zigarre? Hab euch Scheiße doch gesagt. Eine Zigarre. Eisgekühlter Fusel. Ein paar Ladies, die mir Gesellschaft leisten. Bringt sie mir. Oder leckt mich am Arsch. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Panam? Sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du. Ich kenne dich. Der Söldner. Familie wartet. Und? Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Scheint in Ordnung zu sein. Er wollte eine Zigarre. Fehler wirst du noch bereit. Klingt ganz nach Saul. Und jetzt verschwindet von dort. Absolute Shitshow hier unten. Macht euch das auf was gefasst. Richtig gefährlich. Ich weiß. Verlass das Gebäude! Ich bin gleich da! War jetzt nicht wirklich leise. Panam, du machst einen Fehler. Schon wieder. Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Der Blutgeruch? Was? Sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Kann ich irgendwas tun? Müssen Sie loswerden! Haben wir den Butter auch zerfickt? Leck mich, Saul! Jetzt krieg ich aus der Mühle nicht raus! Schüttel die Witze ab! Mach dich bereit! Alle Kaldos! Scheiße, das sind wir!
Hände. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Ich, wow. Danke. Zum Abendessen. Dein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fang hier drin an. Okay. Viel nützliches Zeug. Ingolds mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land, oder? Das weißt du nicht. Wir waren nie Bulldozer oder Bagger. Die wollten sie einfach hier weg haben. Ach da. Lässt du dich nicht verloren, dann hast du am Ende nichts. Hey, es hat geklappt. Wir haben Licht. Ah, guck mal. Verdammt. Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht wackelt die. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Okay. Okay, gib mir eine Sekunde. Danke. Wenn Saul erfriert, hätten wir uns all das auch sparen können. Sturm. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Wir wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Und hättet ihr mich da nicht rausgeholt? Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du uns an Biotechnica verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das?
Erinnerst du dich an die Backers? Vage. Genau, wurden Teil der Snake Nation und puff, weg waren sie. Die Stärke der alte Kaldos lag immer in ihrer Unabhängigkeit. Gibst du sie auf, endet dein Clan wie meiner. Oder schlimmer. Denn Biotechnica ist nicht die Snake Nation. Danke, Vee. Besser hätte ich's nicht sagen können. Ja, klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Haboob. Ich liebe dieses Wort. Haboob? Was war das denn gerade? Auf Haboobs! Ja. Auf Haboobs! Mann, das Zeug ist echt hart. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Sehe ich ähnlich. Hab mich immer noch nicht daran gewöhnt. Oder? Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Ich hätte da eine Idee. Du weißt schon, was ich meine. Wie? Nein. Nicht jetzt. Es ist gerade gut, so wie es ist. Vermasseln wir es nicht, okay? Okay. Also, Freunde? Wie? Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Das bedeutet mir viel. Hast du das? Nein. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Haboobs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Und weg ist er. Johnny. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Machen wir hier das nächste Mal weiter.